in die kommunalpolitischen Entscheidungen in und um Stuttgart 21 kein Vertrauen mehr haben. Und was wir eigentlich benötigen jetzt, ab dem 27. März, ist eine neue demokratische Kultur für Baden-Württemberg, auch auf der kommunalen Ebene, auch auf der landespolitischen Ebene. Und wir sollten dem eben eine neue Demokratie, eine neue Form direkter Demokratie entgegensetzen, Volksentscheide, Bürgerentscheide ermöglichen. Das heißt also zum Beispiel die Fristen für die Sammlung der Unterschriften für die Bürgerbegehren ausweiten, die Zustimmungsquoren für die Abstimmungsgänge dann senken, den Negativkatalog, der zum Beispiel alles aus der Bauleitplanung oder aus der Flächennutzungsplanung bislang ausschließt, dass man diesen Negativkatalog streicht. Und wir brauchen natürlich auch letztlich einen Bürgerentscheid auf der Kreisebene, auf der Landkreisebene. Das ist natürlich jetzt einmal die direkte Frage der Demokratie. Wir haben natürlich auch ein Anliegen, die demokratische Mitspracherechte in den Gremien zu stärken. Das heißt, wir fordern jetzt eine Änderung, und zwar, dass der Jugendgemeinderat oder die Jugendgemeinderäte antragsberechtigt in Gemeinderäten werden, dass die Bürgermeister nicht mehr in den Kreistagen sitzen sollten, genauso wie die Landräte ab 2016, wie die Oberbürgermeister nicht mehr als Oberbürgermeister und Landräte auch zugleich im Landtag sitzen dürfen. Wir fordern eine Direktwahl der Landräte und auch eine Direktwahl der Regionalversammlungen, die bislang nur in der Region Tübingen möglich ist. Alle anderen werden letztlich indirekt gestellt über die Kreistage. Stuttgart. Region Stuttgart, ja. Was war das? Ja. Oh, Verzeihung, ja, Region Tübingen gibt es noch nicht, aber vielleicht arbeitet der Boris mal. Für den Sinn der, also wenn wir die direkte Demokratie in den Kommunen stärken wollen, wenn wir die Kommunen stärken wollen, wenn wir die Bürgerinnen und Bürger in ihren Rechten stärken wollen, braucht es natürlich dann auch handlungsfähige Kommunen, finanziell handlungsfähige Kommunen, weil wir auf Dauer, Boris, du wirst es mir verzeihen, die Gemeindefinanzen eben auch nicht durch die Erhöhung von Parkgebühren fortführen werden können, auf Dauer. Wir fordern daher eine bessere Ausstattung der Kommunen, finanzieller Art und vor allem auch eine Garantie der höheren Ebenen, dass künftig die, wenn Aufgaben übertragen werden auf die kommunale Ebene, dass das Land und der Bund eben diese Kosten übernehmen. Zu diesem Punkt werden wir jetzt hören den Andreas Schwarz, den wir eingeladen haben, der sich ja auch schon ein bisschen bekannt gemacht hat hier in der Runde, der vom Heinrich Schwanz auch schon vorgestellt wurde. Ich würde es noch mal kurz wiederholen. Er ist der Vorsitzende der Kommunalpolitischen Vereinigung der Grünen im Land, der GAR. Gemeinderat seit 99, wenn ich es noch richtig im Kopf habe, in Kirchheim-Teck. Und sozusagen auch vielleicht ein wichtiger Kollege, weil Landtagskandidat für den Wahlkreis in Kirchheim-Teck. Ja, Andreas Schwarz.